Jo, herzlich willkommen zu meinem neuesten Commentary. Ich bin der Ben und ich möchte euch heute über das neueste oder das neue kommende Format auf meinem Kanal informieren. Ich habe es bereits erwähnt im Jahresvorschau-Video. Ich habe vor, Best-of-Videos zu machen, die ich euch dann gerne präsentieren möchte, so also im Laufe der Zeit, des Jahres sozusagen, an den Mann bringen. Ja, ich will verkaufen. Und diese Serie von Best-of-Videos habe ich jetzt zusammengefasst als Assassin's Creed Launch. Hat einen anderen, oder hat auch einen anderen Grund, auf den ich nachher noch zu sprechen kommen möchte. Ich möchte euch erstmal erzählen, wie ich diese Best-of-Videos gestaltet haben möchte, will, wie auch immer. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache ein Best-of oder eine Top 5. Und diese Top 5 wähle ich aus, aufgrund von bestimmten Kriterien. Und zwar der erste Punkt ist, der Spieler sollte aktiv sein. Also er sollte aktiv Assassin's Creed spielen. Aber was er denn spielt an Assassin's Creed ist völlig egal, ob Revelations oder AC3, AC4 ist völlig egal. Hauptsache aktiv. Der oder diejenige Spielerin sollte einen eigenen Kanal haben hier auf YouTube und sollte mindestens 10 Videos online haben. Dann sollten diese Videos eine bestimmte Quote erfüllen. Was ich damit sagen möchte ist, wenn ich zum Beispiel ein Video mache über Best of Commentaries, sollte entsprechend auf demjenigen Kanal von meinetwegen Mickey Mouse Glas 20, wenn denn derjenige 20 Videos hat und dann nur 2 Commentaries, erfüllt er diese Quote nicht, die ich mir gesetzt habe. Ich habe so gesagt, so 60-70%. Wenn er die nicht hat, kann ich nicht mit reinnehmen, weil das dann entsprechend unfair wäre gegenüber den anderen, wie auch immer. Aber das ist so ein Kriterienpunkt, den ich jetzt hatte. Und dann hatte ich als Kriterienpunkt auch noch, ich sollte mit ihm zusammen gespielt haben, was ich dann aber verworfen habe nach einer Nacht drüber schlafen, weil ich festgestellt hatte, ich habe überhaupt keine Wii U oder keine PlayStation. Also konnte ich diesen Punkt natürlich nicht machen. Aber was ich auf jeden Fall machen wollte, auch ist plattformunabhängig, sollte es sein. Das heißt, ich habe in meinen Top 10, Top 5, Top 5 mache ich jetzt ja, alles an Konsolen oder PC drin, wie auch immer. Also Plattform, alles. Außer, jetzt kommt die große Einschränkung und Asche auf mein Haupt, die Wii U-Spiele. Ich habe deren Videos in der Vergangenheit sehr stiefmütterlich behandelt. Ich habe sie geschaut, weggeklickt, nebenbei gegessen, was anderes gemacht, wie auch immer. Das heißt, ich habe da in den ersten Videos keinen Wii U-Spieler drin. Deswegen muss ich jetzt mal sagen, ein großes Sorry an euch, weil ihr habt auch gute Spiele, die sollte man auch erwähnen, aber leider habe ich es halt irgendwie verpasst. Was ich auf jeden Fall erwähnen wollte noch ist, sollte ich mal ein Video machen mit den besten Spielernamen oder Gamertags oder Player-IDs oder wie es auch immer heißt auf den entsprechenden Plattformen, ist den Kollegen Trockensalat. Ja, also wenn ich jetzt überlege, aus dem Bauch heraus, würde ich sagen Platz 3, ja, er hat es verdient mit dem Namen. Also wenn du das Video sehen solltest, schöne Grüße an dich und grüß die Wii U Community von mir. Ja, das sind so die Punkte, die ich mir gesetzt habe, um halt diese Liste zu erstellen. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, was ich noch ein paar Mal erwähnen werde, denke ich in diesem Video, ist, dass diese Best-of oder Top 5 auf jeden Fall ein persönlicher Geschmack ist. Ja, das heißt, es ist mein Geschmack, meine Ansicht und keinen anderen. Das ist keine Abwertung von anderen Spielern oder was weiß ich irgendwas. Das ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, die wird so akzeptiert. Und ja, wir können darüber diskutieren, was eure entsprechenden Top 5 sind. Ihr könnt es entsprechend in den Videos reinschreiben, in die Kommentare. Wir können es gerne darüber unterhalten. Aber so wilde Diskussionen sollten wir unterlassen, weil es bringt einfach nichts, über persönlichen Geschmack zu reden. Der ist nun mal da, der bleibt so und dann ist das halt nichts dran zu ändern. Ich werde jetzt dieses Format erstmal klein halten, das heißt wenig Bearbeitung in die Videos reinstecken, um einfach mal zu gucken, wie es ankommt erstmal. Sollten die Videos, was ich nicht unbedingt glaube, aber wirklich Anklang finden, werde ich es so machen, dass ich auch wöchentliche Updates
über dieses Formates erstelle. Das heißt, ich schaue mir über die Woche Videos an. Ich habe, ich will nicht lügen, 350 laufende Abos. Das heißt, ich habe viele Videos, die ich schauen kann. Würde dann entsprechend am Wochenende immer ein Video online stellen, wo ich sage, hier, hör zu, in dieser Woche habe ich rausgesucht die besten Commentaries. Das sind meine 5 besten, die ich gefunden habe. Ja, und mal sehen, was sich daraus entwickelt. Wenn das ein bisschen größer wird, werde ich auch entsprechend die Videos mehr bearbeiten, ein paar Effekte mehr reinhauen, wie auch immer. Ansonsten mal gucken, was da so passiert. Ein Traum wäre ja, wenn ich mal, ich sag mal so 5 Leute finden würde, die mit mir das zusammen machen, die Videos anschauen, entsprechend den anderen Spieler vorstellen, drüber diskutieren, wer passt rein, wer passt nicht rein und dann entsprechend diese Top 5 online stellen. Vielleicht, ich weiß es noch nicht, mache ich es auch so, dass ich entsprechend euch 5 Videos vorschlage und ihr entsprechend darüber abstimmen könnt, was euer Liebling ist in der Woche. Aber wie gesagt, das müssen wir mal schauen, wie das sich halt entwickelt. Erstmal möchte ich jetzt gerne diese ersten 2-3 Videos hier online stellen und dann mal gucken, was passiert. Die Videos an sich werden auch nicht ganz so lang sein, also keine 10, 20, 30 Minuten Videos. Ich denke mal so 5 Minuten sollten auch schon drin sein, aber was halt, wie auch immer, werdet ihr dann sehen. Ja, das war's fast schon. Was ich noch erwähnen möchte ist, dass ich mich im Vorwege zu diesem Format mich viel mit dem Alex unterhalten habe. Wir hatten viel Diskussionsbedarf, sozusagen, was soll man machen, was kann man machen. Alex hatte prima Vorschläge, die ich versuche teilweise umzusetzen, weil alles geht leider nicht. Weil sein Vorschlag war zum Beispiel, eine wöchentliche Rangliste zu erstellen. Ja, das heißt aber, du musst jede Woche alle Videos schauen und dann entsprechend abwerten oder aufwerten die Spiele oder die Videos, wie auch immer. Und das zu schaffen ist eine Menge Arbeit und dann wieder die persönliche Meinung, die dann wieder reinfließt. Deswegen habe ich mich halt für das andere Format entschieden mit den besten 5 Videos, wie auch immer. Wir hatten uns auch viel unterhalten über die Namen dieses Formates. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, läuft auf einem deutschen Sportkanal, auf denen dann abends auch andere Videos laufen. Da gibt es die sogenannten Container Wars und das Intro von den Container Wars an sich finde ich geil. Ja? Also diese markante Stimme, die Vorstellung, worum es geht und dann geht es sofort los. So eine Art und Weise wollte ich es auch gestalten. Mal gucken, ob mir das gelingt, das weiß ich noch nicht. Ideen habe ich auf jeden Fall dafür. Und dann ging es darum, die Namen zu finden. Ich wollte auch so einen Namen finden, der sich einprägt und der auch entsprechend Anklang findet, der Lust auf mehr macht. Wir hatten da diverse Namen gehabt. Was mir jetzt so spontan einfällt als Name war die Assassin's Creed Arena. Habe ich jetzt aber verworfen. Selbst meine Teammates, die Franzi, die ich mit dir grüßen möchte mit diesem Video nochmal, für ihre Vorschläge, die sie hatte, die waren auch richtig geil, kann ich sagen, aber ich habe mich letztendlich doch für das Lounge entschieden, aus dem Grund, Lounge heißt für mich sitzen, in Ruhe sitzen, chillen, in Ruhe reden, ein bisschen was trinken und das möchte ich gerne mit diesem Video schaffen, entsprechend nachher mit diesen Top 5, wie auch immer. Man stellt das Video vor und die Leute fangen an zu diskutieren in einem ruhigen Stil, sagen, hier, hör zu, das ist aber nicht so, ich finde das andere ist besser, wie auch immer. Ja, und das war halt so das, was ich dann entsprechend vorhatte und warum dieser Name existiert. Ich werde natürlich entsprechend mal sagen, was es geben wird. In der ersten Folge wird es meine Top 5 Artefaktangriff Runner geben. Wer dabei sein wird, lasst euch überraschen. Wie gesagt, wer einen Fehler findet, was die Regeln angeht, kann es gerne reinschreiben, dann entsprechend, dann schauen wir mal. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann den Daumen runter. Schreibt rein, warum, wieso, weshalb, dass ich entsprechend wieder das ändern kann. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns dann entsprechend zum ersten Teil von Assassin's Creed Lounge sehen werden. Und ja, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.